Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute von Himola ein Kummerli-Sofa 4979 mit Vollfunktion elektrisch wall-free in Leder Long Life Soft Delphin. Ein sehr schönes kleines Sofa, kompakte Außenmaße. Ich zeige Ihnen die Vor- und Nachteile, wie ich sie sehe. Sie haben hier Knöpfe an den Seiten. Das ist jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ganz okay, weil die können nicht weggehen. Die braucht man eigentlich auch nicht suchen, die sind immer an der gleichen Stelle. Das Kopfteil ist mechanisch verstellbar. Der ganze Schlitten schiebt nach vorne, sodass Sie ein Wall-Free, ein wandfreien Beschlag haben. Das heißt, 10 cm Platz nach hinten reichen. Sie haben nur zwei Tasten, einmal rein, einmal raus. Funktioniert einwandfrei, ein Longlife-Leder, pflegeleicht. Das ist ein bisschen Gefummel. Außen wäre vielleicht besser, aber man gewöhnt sich dran. Hohe Fußlagerung, keine Herzwaage, aber doch recht hoch. Ein gut gepolstertes Lendenwirbelteil. Die Stütze ist drin. Sehr bequem. Klein und bequem mit zwei Komfortsitzen. Nachteil, wird vielleicht etwas gedrängt mit dem hohen Rücken, aber okay, ein Tod muss man sterben. Nachteil Nummer 2 ist der hohe Preis bei Himola. Für das Sofa zahlen Sie sicherlich 3000 Euro in dieser Ausstattung normalerweise. Und Nachteil Nummer 3, es ist ein Einzelstück, Sie müssen was dazu kombinieren. Das kann aber auch ein Vorteil sein, weil das dann fast schöner aussieht, wenn man verschiedene Dinge mixt. Kummerli von Himola ist eine sehr renommierte und sehr erfolgreiche Serie. Advertising, wir haben dieses Stück bei profischnapp.de derzeit als Kundenstorno. Kunde hat bestellt und nicht abgenommen da, zum halben Preis. Elektrisch in dieser Ausführung, Januar 2020, ein absoluter Megaschnapp. Unter profischnapp.de geben Sie einfach oben rechts ins Suchenfeld 4979 ein, dann kommen Sie zu diesem Sofa. Also meine Empfehlung für Best-Ager mit hohem Komfortanspruch, Kummerli von Himola. Und kommen Sie bei Profischnapp in Empfingen vorbei, 50 Kilometer südlich von Stuttgart. Bis demnächst, Ihr Lutz Reinhardt und tschüss.